Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books and Savior of Mankind. Seid gegrüßt, meine Lieben. Bitte denkt daran, ihr könnt jede Sekunde zur Seite kippen. Egal wie gesund oder krank ihr seid oder alt oder jung, ist ganz egal. Jeder Mensch hat eine gewisse Anzahl von Atemzügen in seinem Leben, denn das vorbei ist. Hust, hust, ja. Dann ist es vorbei für dieses Leben. Also nutzt die Zeit, um euch sachkundig zu machen. Wir müssen von Glaubenden zu Wissenden werden. Und da stelle ich eine Frage, die vielleicht sehr provokativ ist, aber ich frage sie ganz offen und ehrlich. Nobelpreis für Jens Spahn? Warum nicht? Man könnte ihm den Nobelpreis verleihen, für Ehrlichkeit, für Mut, seine Überzeugung darzulegen, nicht nur seine Homosexualität betreffend, sondern jetzt auch in dieser Corona-Zeit vorzutreten als Bundesgesundheitsminister, 40 Jahre alt, CDU, und zu sagen, wir müssen diese radikalen Maßnahmen treffen, um das Corona-Problem in den Griff zu bekommen. Tausende sterben an Corona, Millionen haben das Virus. Da muss ich dazu gleich am Anfang sagen, es gibt viele approbierte Mediziner, die sagen, es ist noch nicht einer an Corona gestorben. An Schnupfen stirbt man nicht, sagen die jetzt. Das klingt natürlich sehr nach Verschwörungstheorie. Und wir wollen heute die Sache mal behandeln. Ich empfehle vor allem die Lektüre meines Buches Corona, Fakt oder Fake, denn da zitiere ich approbierte Mediziner, denen man doch wohl vertrauen kann. Ja, wenn man auch sagen könnte, von 100 approbierten Medizinern gibt es vielleicht auch ein paar Verrückte dabei, ein paar Verschwörungstheoretiker, ja, bitteschön. Übrigens nebenbei gesagt, nur weil etwas eine Verschwörungstheorie ist, heißt es ja nicht, dass die nicht stimmt. Nicht wahr? Jeder normal denkende Mensch weiß, wie viele Verschwörungen es bereits seit der Geschichte der Menschheit gab. Will ich nicht im Detail darauf eingehen. Also, dieser liebe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat Corona betreffend auf einer Wahlkampfveranstaltung in, wo war das? Weiß gar nicht mehr. Irgendwo. Ich glaube, es war im Pflegecampus St. Elisabeth Gruppen in Herne, hat er etwas Interessantes gesagt. Dafür dürfte man ihm eigentlich bereits den Nobelpreis verleihen. Nämlich den Nobelpreis für Aufklärung, für Information an die Bevölkerung und so weiter. Denn er hat gesagt, man würde mit, ich zitiere Jens Spahn, man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das hat er also an einem Wahlkampftermin gesagt. Man könnte ihm den Nobelpreis für die Wahrheit, für die Verkündung der Wahrheit verleihen. Das geht, ja? Nun, viele werden dann sagen, haha, jetzt haben wir ihn, ja? Das ist natürlich vor dem Hintergrund vieler, wie soll ich mich ausdrücken, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker eine relevante Fragestellung. Wenn man nun die Aussage dieses Ministers Spahn aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, dann ist sie treffend. Denn es gibt ja, meine Geliebten, in der Wissenschaftstheorie, und das hat ja alles mit dem Buch des Lichts zu tun, was wir hier machen. Das Buch des Lichts hat über 30 Zweigschriften, die sich alle mit dem Thema wissenschaftlich befassen. Ja, gut, auch mit Impfungen und so weiter. Aber wollen wir jetzt mal in dubio pro reo sozusagen, weil ja alle immer jetzt auf dem Bundesgesundheitsminister rumhacken, neben dem ich übrigens 4 Stunden saß in meinem Lieblingsrestaurant Kassambalis. Er war mit seinem Mann dort, ja, und hat uns auch mal zugeprostet, meiner Frau und mir. Meine Frau hat gesagt, Christian, bleib sitzen, erzähl ihm nicht von deinem Buch. Ja, hab ich dann gemacht. Gut, also schön, gut. So. In Bottrop, am Marktplatz in Bottrop, bei einem Wahlkampftermin, ließ also mit diesen Worten der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aufhorchen.
Schauen wir uns mal an, wie man das aus wissenschaftlicher Sicht, diese Aussage, betrachten kann, des Bundesgesundheitsministers. Dann stimmen die, dann treffen die zu, sage ich. Denn es gibt in der Wissenschaftstheorie den Grundsatz, eine Hypothese gilt als wahr oder richtig nur so lange, bis sie von einer anderen Hypothese widerlegt wird. Wo wird etwas widerlegt oder nicht? Lest mein Buch Corona Fakt oder Fake. Und dann könnt ihr euch selber entscheiden. Wenn wir, meine Lieben, das übertragen auf die Corona-Krise oder Maßnahmen im Frühjahr getroffen, Lockdown und so weiter, Schließung von Einzelhandel, Friseure, dann sagt er, waren diese Entscheidungen zu jenem Zeitpunkt die besten für die Sicherheit und Gesundheit der Bundesbürger und damit richtig. Damit richtig. Viele sagen, Spahns Aussagen sind eigentlich gute Nachrichten. Ja? Die Wissenschaftler, in erster Linie Virologen, Infektologen wie Christian Drosten und so weiter, Hendrik Streeck und wie sie alle heißen, sind ja Experten, die sich jeden Tag mit diesen hochkomplexen Themen wie Viren beschäftigen. Aber, man argumentiert übrigens in diesen Kreisen, du wirst ja einen Bäcker auch nicht fragen, wenn du wissen willst, wie man Brot backt, ja? Naja, gut. Es gibt aber viele Wissenschaftler derselben Couleur und viel, viel höher angesetzt, Professoren und Nobelpreisträger, die völlig anderer Meinung sind. Diese Leute, meine Lieben, habe ich in meinem Buch Corona Fakt oder Fake präsentiert. Das ist okkultes Wissen. Okkult bedeutet geheim. Viele Menschen werden gar nicht wissen, ob das vielleicht, dass es die Leute gibt. Die gibt es. Also kann man sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, was Herr Minister Spahn sagt, könnte das bedeuten, es gibt keinen zweiten Lockdown. Ja? Dann gibt es ja auch keine brutalen Einschnitte in den Alltag und Wirtschaftsleben, wie zu Beginn dieser, viele Mediziner sagen, angeblichen Krise. So. Man kann also wieder zur Arbeit gehen, zur Kita, zur Schule und so weiter, Familie, Freunde, Verwandte treffen. Ja, aber diejenigen, die auf der Seite von Herrn Spahn sind, die sagen, der verdient einen Nobelpreis, sagen dann natürlich, diese gute Nachricht hat es auch schwer. Denn man könnte in dieser Aussage laut vieler Mediziner und Ärzte, approbierter Mediziner, eine politische Finte sehen und könnte die auf diese Weise schlecht reden. Natürlich könnte man den Fehler begehen, sobald man eine gute Nachricht hört, fragt man sich gleich in der heutigen Zeit, ist das wirklich wahr? Vielleicht ist die gute Nachricht auch nur eine Verschwörung. Kann ja sein. Meine Lieben, ohne dass man sich sachkundig macht, gehört man zu den freundlichen Desinteressierten. Und die sind schlimmer als der radikalste Radikale, das kann ich euch sagen. Die sagen, ja, interessant, ja, sehr interessant, ja. Ja, was wollen wir heute Abend essen? Spaghetti oder Schweinshaxe? Ich sag, ja, wisst ihr nicht, dass approbierte Mediziner in meinem Buch Corona Fakt oder Fake sagen, dass es gar kein Corona gibt? Ja. Du sag mal, wie geht's dir eigentlich sonst so? Sag mal, hast du eigentlich deine neue Platte? Also die ist ja schon seit fast einem Jahr in den Charts, dein Lied Reunion, Ende Diskotheken. Das ist ja. Ja, gut. Die freundlichen Desinteressierten, meine Lieben, nehmt euch vor denen in Acht. Ja? Was Corona anbelangt, so sage ich, Deutschland muss dazulernen. Denn das Coronavirus ist an sich etwas Unbekanntes, obwohl es das schon, wie mein Buch, Corona Fakt oder Fake, aber auch das Buch, das liest selber schon, vor 30 Jahren habe ich schon über Corona geschrieben. Das Ding ist uralt, gut. Viele sagen, an Corona ist noch kein Mensch auf Erden gestorben, an Schnupfen stirbt man nicht. Gut, lassen wir das mal außen vor. Viele sagen, wir müssen das Coronavirus überwinden. Ja, wir könnten einfach damit leben, sagen andere Mediziner. Das tut dir nichts. Wenn du eine Lungenentzündung hast, dann hast du die, mit oder ohne Corona. Und wenn man das Virus bei dir entdeckt, wie 10 Milliarden andere Viren auch, könnte man denen allen die Schuld geben, dass du an Lungenentzündung gestorben bist. Meine Lieben, ohne sich zu informieren geht gar nichts.
Hat auch unser lieber, wie heißt der? Bei Twitter hat es einer geschrieben. Nein, nein, nicht der Trump. Ah, ist egal. Meine Lieben, könnte man Jens Spahn einen Nobelpreis verleihen für übergroße Sorgen und Sorge um das Wohl der Bevölkerung, ja der ganzen Welt? Das ist die Frage. Zugleich sagt dieser gute Mann, es kommt ein zweiter Lockdown vielleicht. Er vergleicht die aktuelle Situation mit der ersten Corona-Welle. Und da geht es dann um den Corona-Impfstoff. Da fragen viele approbierte Mediziner, wenn Impfungen wirken würden, warum stecken sich Geimpfte an? Warum werden jedes Jahr 30.000 sterben, 30.000, 25, 30.000 Menschen an Grippe und 10 Millionen infizieren sich an Grippe? Viele Verschwörungstheoretiker sagen dann, weil jedes Jahr 10 Millionen gegen Grippe geimpft werden. Darum. Nun ja, meine Lieben, Nobelpreis für Jens Spahn oder nicht? Ich frage das in allem Ernst. Jens Spahn sagt, Impfstoffe sind der entscheidende Schlüssel für das globale Problem. Warum gibt's denn in der ganzen Welt so? Meine Lieben, weltweit infizieren sich jedes Jahr 1 Milliarde Menschen an Grippe. Da hat noch keiner eine Maske getragen. Und 10 Millionen sterben dran. Denkt mal darüber nach. Unser lieber Herr Spahn, unser Minister Spahn sagt, wir sind noch mittendrin in der Entwicklung. Gut. Aber eines kann man schon jetzt sagen. So schnell wie in der Corona-Pandemie dürfte es keine vergleichbar schnelle Impfstoffentwicklung geben. Ja, Impfstoffe gibt es doch schon bereits gegen alle Krankheiten. Warum sind sie dann noch da? Lest mein Buch Der Impfwahnsinn. Und wenn es Ärzte gibt, die sagen, wir haben die Pocken ausgelöscht, dann ist das eben eine Lüge, wie wir alle wissen. Die Pocken gibt es doch genauso wie früher. Gut. Herr Spahn, von dem ich sage, vielleicht sollte man ihm den Nobelpreis verleihen, spricht von 3 Prämissen. Er sagt, wir erwarten sehr klar, dass klinische Studien aus der Phase 3 abgeschlossen werden müssen. Nicht nur Tausende, sondern zigtausende Probanden weltweit sind Bedingungen für einen Einsatz eines solchen Präparats. Wenn Impfungen wirken, warum werden dann Geimpfte krank? Ich muss leider da ein bisschen reinpieken mit der Frage, ja. Dann sagt Herr Spahn beruhigend, es kommt zu einer freiwilligen Impfung. Wir brauchen für eine hohe Akzeptanz für die Impfungen. Ja, dann muss man aber doch auch argumentieren. Wie kann ich denn eine Impfung akzeptieren, von der ich weiß, dass sie offensichtlich nicht wirkt? Will man jetzt Corona verhindern durch Impfung? Hat man Grippe durch Impfung verhindert? Ich weiß es nicht. Und Herr Minister Spahn diskutiert aber weiter. Es geht nicht darum, Erster oder Schnellster zu sein. Ja, das wissen wir. Da gab es ja schon bereits Impfstoffe, angeblich gegen Corona, bei der sind Menschen gestorben und so weiter, lassen wir das jetzt mal beiseite. Er sagt, der Bund ist Vertragspartner in der Europäischen Union. Nein, wir, die sich impfen lassen sollen, sind die Vertragspartner, so sieht's aus. Grippeimpfungen stellen wir den Krankenkassen, sagt er, nicht in Rechnung. Ja. Hat man die Grippe überwunden? Jedes Jahr erkranken etwa 10 Millionen Menschen an Grippe. Entschuldigung, wenn ich laut werde. Nobelpreis für Jens Spahn, könnte man sagen, für seine Sorge um das Wohl des deutschen Volkes. Gar keine Frage. Wie steht's nun mit dem zweiten Lockdown? Herr Spahn sagt es ganz klar, Herr Minister Spahn. Ich kann mit dem Begriff eines zweiten Lockdowns nichts anfangen. Oh. Wir wissen heute viel mehr, sagt er, über das Virus als damals im März. Wie viel weiß man über das Grippevirus seit 100 Milliarden Jahren? Hat man die Grippe beseitigt? Das Buch der Schließ lehrt ganz klar. Viren sind überhaupt nicht gefährlich. Der ganze Körper besteht aus Viren. Ein Konglomerat aus Viren. Wenn das Immunsystem zusammenbricht, aus irgendeinem Grund, Verschmutzung, Krankheit, Vergiftung der Umwelt und so weiter, dann kehren die Viren sich um und zerstören. Aber das kannst du nicht wegimpfen. In meinem Buch, Corona, Fakt oder Fake, schreibe ich ganz klar, dass natürlich eine Quarantäne wichtig ist. Die Wiederherstellung der hygienischen Situation. Sauberkeit. Was haben wir denn sonst gemacht jetzt in den ganzen Jahren mit Grippe? Na, wir sind zu Hause geblieben, sind auch manchmal zum Arzt gegangen. Wenn es ganz schlimm war, ging man ins Krankenhaus, ist gestorben dran, wie das jedes Jahr passiert. Na, so ist das nun mal.
Aber bis heute gibt es viele Mediziner, die sagen, noch nicht ein Mensch ist auf der ganzen Erde an Corona gestorben. So. Und jetzt spricht Herr Minister Spahn von einer Hoffnung auf Corona-Impfstoff. Wo ist die Hoffnung auf den Grippeimpfstoff? Die sagen, wenn Infektionszahlen steigen, müssen Maßnahmen verschärft werden. Richtig? Die verschärfte Maßnahme heißt Wiederherstellung der hygienischen Situation laut Buch des Lichts und laut Corona-Faktor der Fake und laut meiner Bücher Der Mann, der Aids erschuf oder Der Impfwahnsinn oder Chemtrails durch, Grippe durch Chemtrails. Meine Lieben, es geht doch hier auch um Verschwörungen. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Woran erkenne ich eine Verschwörungstheorie und woran eine seriöse Studie? Ich frage euch. Was denkt ihr? Man hört so viel über Corona. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben. Tonnenweise Wissenschaftler drin, die sich ganz klar und mutig äußern. Gut. Was ist wahr und was nicht? Ja, wie könnt ihr das? Das müsst ihr doch selber entscheiden, indem ihr das lest. Ihr könnt euch doch nicht nur auf Fachleute, sogenannte Fachleute, die vielleicht auch Fachleute sind. Ein Herr Drosten, Professor Drosten ist ein Fachmann. Aber andere Fachleute der gleichen Kompetenz widersprechen ihm. Jetzt, wer ist der Entscheidende? Sag es mir, sag es mir. Du hast einen, der sagt, Krebs ist eine virale Krankheit, wie das Buch des Lichts lehrt. Andere sagen, niemals, da wüssten ja alle Krankenschwestern und Ärzte, müssen ja fluchtartig, müsst ja die Flucht ergreifen im Krankenhaus. Naja. Gibt es einen Zusammenhang, meine Geliebten, zwischen Wahljahren und Krankheiten? Man sagt, die gibt es nur in Verschwörungstheorien. Was ist die Mutter aller Verschwörungstheorien? Da sagen viele Kritiker von angeblichen Verschwörungstheorien, das ist der Weltenuntergang. Ja, aber wie könnt ihr das denn sagen? Seht ihr nicht im Universum, dass die Welten immer wieder untergehen? Und die Erde wird auch untergehen, ist ja ganz klar, nicht morgen, übermorgen, aber es sei denn, wir blasen sie mit unseren Neutronenwaffen und Neutrinos und Atombomben und was weiß ich, was noch alles gibt, in die Luft. Natürlich wird die Welt irgendwann untergehen. Was entsteht, muss vergehen. Da brauche ich keine Verschwörungstheorie. Ja? Und so wie ein Mensch untergeht, geboren wird, lebt und stirbt, ist ja auch keine Verschwörung. Ich sage, du wirst mal sterben. Ist das eine Verschwörung? Wenn ich dir sage, du wirst sterben? Wie können wir den Unterschied erkennen zwischen Verschwörung im Sinne von falsch verstandenen Fakten und Nichtverschwörung. Und wenn jemand fragt, es geht um die Theorien der Verschwörer oder denen der Wissenschaft, dann ist das die falsche Frage. Denn viele, die eine Theorie haben, die als Verschwörung definiert wird, sind hoch anerkannte Nobelpreisträger. Die willst du alle als Phantasten hinstellen? Aber wollen wir mal, das wird ein etwas längerer Vortrag, haltet bitte mit mir durch. Nobelpreis für Jens Spahn? Warum nicht? Wenn ich wissen will, was ist eine Verschwörung, könnte ich mich vorher fragen, wer hat es verfasst? Wo wurde es veröffentlicht? Warum ist der Experte auf dem Gebiet? Hat er auch Expertisen auf dem entsprechenden Teilgebiet? Wie werden Behauptungen belegt? Was sagen die Kollegen seines Fachs über ihn? Aha, jetzt geht's schon los. Wenn ein Kollege, nehmen wir mal zwei Nobelpreisträger, höher geht's ja nicht im Augenblick. Ein Nobelpreisträger sagt, das ist eine virale Krankheit. Ein anderer kommt, wenn Lanka ein zukünftiger Nobelpreisträger wäre, sagt, es gibt gar keine Viren. Das ist ein Virologe. Der sagt, es gibt keine Viren. Ja, da steht der Laie, steht nur davor. Der Fachmann, wie ist der Satz? Der Fachmann staunt und der Laie wundert sich. Oder umgekehrt, egal. Das sind doch Fragen, meine Lieben, des journalistischen Alltags. Wie seriös ist das Ursprungspapier, also die Studie selbst? Die Bibel sagt, Gott hat die Welt erschaffen. Wie seriös ist das? Ich bitte euch. Lest mein Buch Die wahre Bedeutung der Bibel. Ist also die Bibel seriös, die behauptet, ein Jesus hat gelebt? Wir sagen, das stimmt nicht, es wurde auch nie gekreuzigt. Und dennoch ist da eine Bedeutung in dieser Botschaft. Es werden immer wieder Umfragen gemacht. Ich habe immer gesagt, traue keiner Umfrage, die du nicht selbst gefälscht hast. Wenn ich unter 1000 Leuten eine Umfrage mache, wer mag diesen oder jenen Politiker? Und ich suche mir vorher Leute aus, wo die meisten davon für den Politiker sind, ja, dann sind dann unter den 1000 900, die für ihn sind, 100 dagegen, schon habe ich die Volksmeinung. Das geht doch so nicht, meine Lieben. Ehre sei dem Buch des Lichts, das unser Wissen öffnet und seine Zweigschriften.
Eine davon ist Corona, Fakt oder Fake. Wann ist eine Studie seriös, meine Lieben? Wenn sie genau angibt, unter welchen Bedingungen sie zu dem Ergebnis gekommen ist, also welche Ausgangshypothesen diese Studie geleitet hat und wie die Untersuchung durchgeführt wurde, mit welchen Erhebungsmethoden und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist dann eine seriöse Studie. Hat Gott die Welt erschaffen? Ist die Bibel eine seriöse Studie? Darum heißt sie ja auch Glauben und nicht Wissen. Es geht bei Verschwörungstheorien, aber auch bei jenen, die behaupten, keine zu sein, auch darum, jemanden herabzusetzen, ihn zu diskreditieren. Meine Geliebten, es gibt approbierte Mediziner, die sagen, Impfungen haben überhaupt keinen Wert, machen krank, halten die Krankheit am Leben und sind kriminell. Und andere sagen, der hat eine Macke. Die setzen ihn herab, die sagen, der gehört in die Geschlossene. Was jetzt? Niemand außer dir, das sage ich dir mal, ist jetzt aufgerufen. Du kannst dich nicht verstecken in deinem Zimmerlein und sagen, wird schon werden, ich trage noch meine Maske. Nobelpreis für Jens Spahn vielleicht? Vielleicht hat er recht. Man behauptet, dass die Wissenschaft sich deutlich mehr Mühe in der Beweisführung von Dingen gibt, ohne automatisch vor Irrtümern gefeit zu sein. Bitte. Aber es gibt doch zwischen Irrtum und Lüge noch einen gewaltigen Unterschied. Ein approbierter Mediziner, der anderer Meinung ist eines anderen approbierten Mediziners, der die allgemeine Meinung vertritt, der wird doch gleich als Aluhutträger, Dr. Aluhut, genannt, ja? Bei wissenschaftlichen Studien ist die Reproduzierbarkeit wichtig. Die belege ich in meinen Büchern, Der Mann, der AIDS erschuf. In Amerika war das Platz 50 der Charts, The Man Who Created AIDS. Der Impfwahnsinn, Grippe durch Chemtrails und so weiter. Und jetzt in meinem Buch, Corona, Fakt oder Fake. Vielleicht verdient Herr Jens Spahn den Nobelpreis. Für den Mut, gegen eine immer mehr aufbegehrende Öffentlichkeit dazustehen und sagen, hier bin ich. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Jens Spahn. Das Ganze, meine Geliebten, ist doch ein Lernprozess, auch in der Wissenschaft. Auch die Virologen lernen dazu. Komplette Antworten gibt's gar nicht. Es sei denn, man sagt, ja, 10 Millionen Menschen werden jedes Jahr an Grippe geimpft, 10 Millionen werden krank, also da muss doch irgendwas erkranken an Grippe. Da muss doch ein Korrelat sein. Eine Verbindung dazu. Ist Ursache Wirkung oder Wirkung Ursache? Da gibt es einen Verschwörungstheorieforscher, Professor Michael Butter, der Uni Tübingen, der sagt, wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass ein Faktor, der den Glauben an Verschwörungstheorien befeuert, die Unfähigkeit ist, mit Unsicherheit und Ambivalenz umzugehen. Wer das gut kann, der glaubt nicht so sehr an Verschwörungstheorien, wie jemand, der das nicht so gut kann. Meine Meinung. Es sei denn, jemand präsentiert absichtlich einen falschen Fakt, weil er vielleicht bezahlt ist, das zu tun. Wir leben in einer unsicheren Zeit, das ist richtig. Erkenntnisse werden heute präsentiert und morgen andere. Das sind wie Fortsetzungsromane mit dem Kapitel Corona. Nun sagt man über die Verschwörungsleute, ja, das Strickmuster ist einfach, die Schuldigen sind Bill Gates, Angela Merkel, dunkle Mächte, große Firmen und so weiter. Ja, meine Lieben, andererseits muss ich sagen, wenn etwas die Wahrheit ist, dann ist es gestern, die und morgen. Es gibt keine Wahrheit, die sich verändert. Es gibt etwas, das sich hinbewegt zur Wahrheit oder zur Lüge. Und darum brauchen wir das Buch des Lichts. Darum brauchen wir solche Vorträge wie hier. Der Michael Butter sagt ganz klar, Menschen, die oft eine so große Sicherheit ausstrahlen, sind Menschen, die eigentlich Orientierung suchen. Ja, bitte. Aber stimmt das? Wenn Menschen eine große Sicherheit ausstrahlen, dann sagen jene, die Orientierung suchen, jawohl, die wissen Bescheid. Weiß ich Bescheid, weil ich in meinem Vortrag in der Tat eine Sicherheit ausstrahle. Ja, das könnt ihr doch nur entscheiden. Ich kann doch ein Verschwörungstheoretiker sein. Ja, ohne dass ihr euch damit befasst, könnt ihr das nicht wissen. Wir nehmen wissenschaftliche Studien zunächst wahr, weil sie in der Zeitung stehen. Ja? Meistens. Man kommt ja gar nicht an die weltweit anerkannten Publikationsplattformen heran. Denn viele dieser Plattformen und Schriften sagen genau das Gegenteil von dem, was uns heute erzählt wird. Nur wer schaut da schon rein? Wir schauen Bauer sucht Frau. Wir schauen die Bild-Zeitung, wer ist denn unsere Schweinshaxe?
Ich will euch mal was sagen. Das Wort Studie ist kein geschützter Begriff. Du kannst alles eine Studie nennen. Man muss also gucken, wo ist es publiziert, was ist da los? Ist es seriös oder nicht? Ja, ohne dass man guckt, weiß man es nicht. Aber wenn man jetzt sagt, ja, wo ist es? Fachzeitschriften, Fachportale? Tja, Vorsicht. Viele Fachvorträge und Artikel zielen darauf hinaus, dass die Leute das Produkt kaufen. Weil sie sagen, gut, das ist ja wissenschaftlich bestätigt, die Pille funktioniert, das nehmen wir. Man adelt nur Publikationen, meine Geliebten, die nach wissenschaftlichen Standards entstanden sind. So. Ja, aber was ist wissenschaftlich? Ist wissenschaftlich, dass ein Professor vielleicht, weil er eine Million erhält, eine Unterschrift hat und sagt, das ist gut. Entschuldigung. Und dann kommt gleich der Angriff, wie man Verschwörungstheorien zum Coronavirus enttarnt. Ja, lest das Buch. Wir finden nicht jeden Wissenschaftler in den klassischen Medien wieder. Gibt viele, die im Verborgenen arbeiten, die auch Angst haben um ihre Familie, um ihre Sicherheit, um ihre Miete, um ihr Leben. Naja, schon klar. Der und der Präsident lässt sich dann impfen. Sag, guck mal hier, ich nehme den Impfstoff. Ja, weißt du, ob es ein Placebo ist? Weißt du das? Bist du reingekrochen in den Impfstoff oder wie? Klingt sehr nach Verschwörung, aber bitte, die Möglichkeit besteht doch, oder? Woher weiß ich, dass der sich das impfen lässt? Bill Gates hat mal gesagt, ich lasse meine Kinder nicht impfen. Das ist festgehalten in meinem Buch, das könnt ihr sehen, das ist seine Aussage gewesen, da kannst du nicht davon weg. Wenn Menschen anfällig sind für Verschwörungstheorien, dann heißt das ja nicht, dass eine Verschwörungstheorie per se erstmal nicht stimmt. Wo gibt's denn sowas? Wir wissen, die ganze Welt ist durchsetzt von politischen und finanziellen Verschwörungen, dazu brauchen wir nur kein Abitur zu haben. Saddam Hussein hat Massenvernichtungswürfel, gar nichts hat er gehabt, gar nichts. Ist jetzt weltweit bekannt, keiner kümmert sich drum. Komm, Maria, schalt mal ein da hinten, da ist doch jetzt DSDS. Und so weiter und so weiter. Der Vietnamkrieg, angeblich wurde ein Patrouillenboot beschossen, nichts davon. Der ganze Krieg hat das ausgelöst. Du musst nur die Bevölkerung darauf einstimmen, dann geht's schon. Und natürlich sagen die Leute dann erstmal, ja, da wird schon was dran sein. Und gehen weiter, aber in eine, und das ist das Problem, meine Lieben, sie verfolgen eine Verschwörungstheorie, die in dem Fall vielleicht falsch ist, aber die sich selbst sozusagen immer wieder begründet und schon hängen sie drin. Weil sie nicht nachdenken. Es gibt falsche Verschwörungstheorien, es gibt richtige. Wie kann ich denn ein wissenschaftliches Buch schreiben, ohne Wissenschaftler zu zitieren? Meine Bücher, der Mann, der AIDS erschufen, also das Nobelpreiskandidat hat Vorwort geschrieben, sind das Deppen? Und natürlich ist das Problem, wenn einer, wie ich das jetzt beschrieben habe, so tief in einer falschen Verschwörungstheorie drin ist, dann glaubt er umso mehr an sie, obwohl man mit schlüssigen Gegenbeweisen gezeigt hat, das stimmt nicht. Das ist eben das Problem. Also, seid ihr der Meinung, Jens Spahn verdient einen Nobelpreis? Lest das Buch und dann trefft eure Entscheidung. Dann antwortet Liebe und Licht. Far away from the city noise, deep inside of your heart, there's a voice in the silence calling for you. It's your guiding star. Just listen, just listen, and the guru in you and the guru in me. The light on the path shall set you free. The master is calling, he is waiting for you. It's the guru in me and the guru in you. Thank you.
Life is just like a blink of an eye in eternity. This crazy world in which we are living is not reality. Keep searching, keep searching, and you will find. Guru in you and the Guru in me, the light on the path shall set you free. Master is calling, he is waiting for you. It's the Guru. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Set you free. The master is calling, he is waiting for you. It's the Guru in me, oh, and the Guru in me.